Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass an jedem Abend unseres Diskursfestivals sich tatsächlich, ob es schönes oder schlechtes Wetter ist, Publikum einfindet und nicht nur darauf wartet, dass Publizierte, weil wir publizieren das ja alles im Internet, auf unserer Website, die speziell für dieses Projekt generiert wurde, nicht wartet, es in Ruhe dann sozusagen nachzusehen und nachzuhören. Möchte Sie also sehr herzlich begrüßen, dass Sie tatsächlich und in echt bei uns sind. Wir, für die, die zum ersten Mal jetzt beim Diskursfestival sind, das Thema des Projektes Die Stadt als Datenfeld, wie wir in Zukunft leben wollen, ist die Datafizierung. Das ist eben das Phänomen, dass wir alle gesteuert werden durch die Interpretation von sehr großen Datenmengen. Und wir haben sehr bewusst, Peter Rantaschau und ich als Kuratoren dieser Ausstellung und dieses Projekts, einen Untertitel gewählt, der eine Adaptierung des Hauptthemas des Kulturjahrs, des verlängerten Kulturjahrs 2020 ist, wie wir in Zukunft leben wollen. Es geht also darum, wie wollen wir der Zukunft, auch wie wollen wir der digitalen Zukunft begegnen. Dieses ganze Projekt, und es ist im bisherigen Diskursfestival schon sehr gut und sehr schön aufgegangen, hinter dem ganzen Projekt steht eine bestimmte Grundhaltung, an die wir beide glauben. Wir glauben inmitten eines Zeitalters oder einer Zeitströmung, die bestimmt ist von einer wirklichen Neidlosigkeit gegenüber der Zukunft. Jeden Tag lesen wir von den großen Katastrophen und Untergängen und haben uns ja sozusagen schon eingerichtet im Untergang. Mitten in dieser Neidlosigkeit gegenüber der Zukunft möchten wir mit diesem Projekt auch vorschlagen, in einer aktiven, positiv zukunftsgerichteten Art eben dieser Zukunft zu begegnen. Wie der geistige Ahnherr unseres Projektes, der Philosoph Wilhelm Flusser, es eben nennt, nämlich mit einem aufrechten Gang, mit einer aufrechten Haltung die Zukunft zu begegnen und nicht mit einer gebeugten Haltung, die schon ausdrückt, dass wir die Dinge über uns ergehen lassen. Es geht also darum, wenn wir eine Zukunft wollen in unsere Richtung, dann müssen wir eine andere Haltung anlegen. Wir befinden uns also jetzt schon ja, in der Mitte, sage ich jetzt, des Diskursfestivals. Das bestimmt ist, dass einer der Themenräume normalerweise einen Abend ergibt. Heute haben wir zwei Themenräume zusammengefasst, nämlich den Themenraum Kinder entwerfen und Familien entwerfen. Und es ist wie öfter schon jetzt bei unseren Abenden eine hybride Veranstaltung, die technisch bisher jedenfalls immer funktioniert hat. Und auch diesmal eben Bubuze Berber wird uns zugeschaltet als Keynote-Speakerin und wir werden aber dann die Präsentation der visionären Praxis persönlich erleben und ebenfalls die Präsentation von Matthias Kutscherer, der eben den Technik-Baukasten für Kinder, Robotik-Baukasten vorstellen wird, genauso wie Niki Bassat, der seine Arbeit Bestiarium
die wir in der gotischen Halle zeigen, in der Ausstellung Geteilte Inkompetenzen uns persönlich präsentieren werden. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei der Organisatorin der Reihe, Brigitte Schuchlenz, die unsere immer wieder wechselnden Konstellationen mit großer Geduld ausgleicht und letztendlich jeden Abend so organisiert, dass das Publikum und wir alle etwas davon haben. Danke Peter Rantaschat, der gerade eben aus Wien eingetroffen ist, dem Co-Kurator dieser Ausstellung und der uns jetzt durch das kurze geistige Abenteuer des heutigen Abends führen wird. Ich darf an dich weitergeben, Peter. Ja, danke Otto und schönen Abend. Eigentlich reden wir ja über die Gegenwart, wenn wir über die Zukunft reden. Denn von der Zukunft wissen wir ja nichts. Sie ist nicht da und wie sie werden wird, kann man im Kaffeesud lesen, aber jedenfalls nicht in Büchern. Wovon wir aber reden, ist auch ein bisschen auch, und ich sage das, glaube ich, an jedem Abend, eine Vision, die diesen Autor Wilhelm Flusser, der vor 30 Jahren verstorben ist, heuer jährt sich sein Todestag zum 30. Mal, umgetrieben hat. Und ich lese das kurz vor. Er sagt, die neue Zivilisation soll den Menschen nicht mehr in und mit Masken als Individuum identifizieren, sondern überhaupt erst das spezifisch Menschliche aus den zwischenmenschlichen Beziehungen projizieren. Und das können wir hier und heute machen, dieses spezifisch Menschliche projizieren. Was will er uns damit sagen? Er sagt uns, Computerisierung, Digitalisierung, die Auflösung der physischen Welt in Datenpunkte gibt eine Situation, in der wir eigentlich nicht mehr als Subjekte den Objekten unterworfen sind, sondern eigentlich die Welt neu so zusammensetzen können, wie wir das eben haben wollen. Und ich möchte aus einer anderen Stelle aus dem Buch noch etwas sagen, was vielleicht für diese ganze telematische Verbindung eine Rolle spielt und dann direkt zu den Kindern führen wird. Er sagt, das Grundanliegen, das er da behandelt, ist es, ein flüchtiges und unfassbares Wir zu festigen und zu fassen. Und dass nun dieses Wir konkret ist und dass Ich und Du flüchtige Abstraktionen daraus sind, zu zeigen. Es geht in diesem ganzen Text darum, die Kapsel des Ich und des Du ebenso aufzubrechen wie jene des Es, das Subjekt, also ebenso unhaltbar auszuweisen wie das Objekt. Was so komisch klingt, ist eigentlich in unserer Ausstellung gezeigt. Wir zeigen diese Verbindungen, die datenvermittelt stattfinden, und wenn es um das Kapitel Kinder entwerfen geht, ein großes Thema in unserer Gegenwart, ich brauche nicht von künstlichen Befruchtungen, Gentechnik, CRISPR, Designbabys und ähnlichen Dingen in der biologischen Reproduktion sprechen. Das kennen Sie aus den Zeitungen und auch das hat ganz viel mit Daten zu tun, sondern das Thema, das uns hier beschäftigt und das wir dann auch in den Präsentationen sehen werden, ist eines der Pädagogik und der Erziehung. Und wie jetzt zum letzten Mal, er vergleicht, Flusser nämlich, und wir in unserer Ausstellung, Geisteskinder, künstliche Intelligenzen, Kinder des Geistes, der schöpferischen, menschlichen Fantasie, die in Technik sich manifestieren, mit Menschenkindern. Und er sagt eben, die Praxis mit künstlichen Intelligenzen schlägt auf die Pädagogik zurück und Erziehung und Unterricht werden zu Programmierung. Das ist schon das Stichwort, Erziehung und Unterricht werden zur Programmierung. Wir haben eine Bildungsdiskussion auch in diesem Land und ich als Vater von drei Kindern bin immer wieder erschüttert, dass die Erziehung und Bildung noch nicht sehr viel besser geworden ist als die, die ich durchlaufen durfte. Aber wie wir in Zukunft leben wollen, entscheidet sich heute und die Frage ist, intuitiv, gefühlsmäßig und gefühlvoll zu erziehen oder schlecht formalisiertes Programmieren. Wenn wir Geisteskinder an den Start bringen, Roboterlein, und das ist die Überleitung jetzt zu
Matthias von der Firma Wunderkind, die uns dankenswerterweise auch in unserer Ausstellung mit drei programmierbaren, aus Modulen bestehenden Robotern unterstützt hat. Und mein Sohn, 8 Jahre, benutzt diese Sache auch. Und Otto hat gesprochen von einem Spielzeug. Und natürlich ist das im Flusser-Kontext zu verstehen, nicht eine Abwertung, sondern in der flusserschen Welt ist die Arbeit abgeschafft und das Spielen das, worum es geht. Und hier geht es also jetzt darum, dass Kinder, die vielleicht noch gar nicht lesen und schreiben können, schon beginnen, sich mit der Sequenzierung von Abläufen zu beschäftigen und solche Maschinchen zu programmieren. Und für die Vorstellung von Wunderkind etc. übergebe ich jetzt. Dankeschön. Dankeschön für die Ankündigung. Dankeschön auch für die Einladung. Es ist für mich persönlich sehr, sehr toll, heute da sein zu dürfen, weil hier das Thema Programmieren und wie die Zukunft ausschauen soll oder wie wir wollen, dass die Zukunft aussieht, sehr vielseitig betrachtet wird. Und ich habe vorhin auch schon die Ausstellung mir angeschaut und es gibt sehr, sehr viele Fragen, die sich auftun, wenn man durch diese Ausstellung geht. Wir können eigentlich schon auf die Präsentation switchen. Wie schon gesagt, ich komme von der Firma Robo Wunderkind. Ich habe selbst Psychologie studiert und auch Pädagogik studiert, ein Lehramtsstudium absolviert und bin ungefähr seit 4 Jahren gemeinsam mit dem Team von Robo Wunderkind auf einer Reise. Und begonnen hat eigentlich diese Reise mit der Frage, wie sieht eigentlich die Welt aus in Zukunft? Und dann haben wir herausgefunden, wir wissen eigentlich nicht so ganz genau, wie die Welt ausschauen wird, aber wir wissen, dass Technologie, Digitalisierung, Daten, Programmieren, Roboter sehr, sehr wichtig sein werden. Ob das gut, ob das schlecht ist, das möchten wir jetzt nicht klar beantworten. Es gibt sicher Vor- und Nachteile, aber es wird auf jeden Fall wichtig sein. Und wie können wir es jetzt schaffen, unseren Kindern oder auch uns selbst etwas mitzugeben, was uns auf dieser Reise unterstützen wird mit dem wir verstehen können, was da eigentlich passiert. Und wir sehen hier auf der linken Seite eine Welt, wie sie eigentlich heute aussieht. Die ist sehr schnell, die ist sehr laut, da gibt es viele Daten und viele digitale Geräte. Und auf der rechten Seite ist eine Utopie von Gebäuden, wir wissen nicht, ob das so sein wird. Ja, und was haben wir dann gemacht? Wir haben komplexe Technologie, die oft so komplex erscheint, also hier sieht man einen Infrarotsensor auf der linken Seite, in Module verpackt, in Bauwürfel. Und diese Bauwürfel ermöglichen es Kindern universell, über universelle Konnektoren, alle Geräte zu bauen, die sie möchten. Also eigentlich etwas sehr, sehr Simples. Und das ist auch etwas, was wir uns so ein bisschen als Vorsatz nehmen. Technologie und die Entwicklung ist sehr schnell, aber es geht in erster Linie immer darum, dort anzufangen, wo wir es verstehen können. Ja, und es muss nicht immer dort sein, wo es sehr kompliziert ist. Ja, deswegen haben wir simple Bauwürfel entwickelt, die unterschiedlich zusammengebaut werden können. Das ist eigentlich alles, was wir gemacht haben. Und dann kann das Ganze natürlich noch programmiert werden. Ja, ich möchte jetzt eigentlich euch auch ein bisschen einen Einblick geben, wie das Ganze dann so aussieht. Ich habe hier auch einen Roboter mitgebracht, der hier zusammengebaut wurde. Es kann natürlich alles Mögliche gebaut werden, aber wer kann das natürlich noch viel besser als ich, wenn ich jetzt vor Ihnen hier stehe? Ich glaube, wir schauen uns einfach mal einen Zusammenschnitt von einem Projekt an. Das haben wir gemeinsam mit Teach for Austria dieses Jahr gemacht. Es ist noch ein Rohfilm, das passt eigentlich auch ganz gut hier hinein. Und das Projekt heißt Alle Kinder sind Wunderkinder. Wir sind in Kindergärten gegangen und in neue Mittelschulen und haben dort die Kinder ein Semester lang mit unseren Roboterbaukästen arbeiten lassen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da so gemacht wurde. Alle Augen zu! Hallo, ich bin der Nils und bin 4 Jahre alt. Mit diesem Knopf kann man ihm sagen, dass los und mit diesen Rädern kann er fahren. Die
Kinder lernen algorithmische Reihen, sie lernen Coding, sie lernen, wie man einfach ein Tablet benutzt. Und für mich ist RoboWunderkind eine Lernform, wo das Kind sich unglaublich in den eigenen Potenzialen entwickeln kann. Ich meinte mit schnell Unterwasserroboter, der ist noch schneller als ein Fächerfisch. Ich jeden Tag beobachte und auch die anderen, meine gruppenführende Pädagogin, hat bemerkt, dass mit dem Roboterbauen wir jeden Tag feststellen, dass jedes Kind ein Wunderkind ist. Robotik ist vielleicht doch, oder allgemein MINT noch vielleicht noch so Klischee behaftet, dass es vielleicht eher für die Jungen ist, aber ich finde, und das haben wir auch bei uns im Kindergarten gemerkt, alle Kinder können damit arbeiten, egal ob Junge oder Mädchen, ob es das dreijährige Kind ist oder das sechsjährige Vorschulkind, es ist für alle Kinder super geeignet. Ich mag das Bauen richtig gerne und es ist dann auch so lustig, wenn der Roboter wirklich das macht, was ich will. Ich denke, dass die Roboter in vielen Situationen das Leben erleichtern werden. Mir macht am meisten Spaß, dass ich halt alles machen kann, also wirklich alles halt, was ich mir vorstellen kann. Das kann ich versuchen, dass der Roboter das nachmacht. Ich habe vieles gelernt, wie man eigentlich programmiert und so. Diese App ist ganz cool, RoboWunderkind. Also ich fände es richtig cool zu programmieren später einmal, also so professionell. Wäre auf jeden Fall schon ein richtig cooler Beruf, finde ich. Ich sehe das als großartige Möglichkeit, wie die Kinder auf spielerische und einfache Art und Weise programmieren lernen können. Und nicht nur die Kinder, sondern auch ich als Lehrkraft, weil ich habe noch nie vorher was programmiert. Und ich kann mich noch erinnern, nach der Einschulung, so dieses erste Erfolgserlebnis, da habe ich programmiert mit der RoboBlockly-App. Und bin dann voller Vorfreude zu meinem Mann und habe ihm gesagt, du schau mal, was ich gemacht habe, der Roboter, der macht das, was ich mache, also was ich ihm gesagt habe. Und diese Erfolgserlebnisse dann einfach bei den Kindern zu sehen und das weiterzugeben, das war irrsinnig bereichernd dieses Jahr. Also das war jetzt ein kleiner Einblick, wie mit unseren Roboterbaukästen gearbeitet wird. Und ich möchte noch eine kurze Message mitgeben für den Abschluss. Ich glaube, nicht jedes Kind soll irgendwann mal Programmierer werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir alle vor Computern sitzen sollen in Zukunft und nur noch über digitale Geräte miteinander kommunizieren sollen. Ich glaube aber, es ist unheimlich wichtig, dass wir das in die Pädagogik mit aufnehmen, in Schulen mit aufnehmen und thematisieren und einfach einen Diskurs darüber starten, was da überhaupt passiert. Und was dann richtig oder falsch für jede Person ist, individuell, das kann dann jede Person für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir früh Kindern das zeigen, was dahinter steckt und vor allem ihnen vermitteln, dass sie, wie das auch so schön gesagt wurde, das entwickeln, entwerfen können, was sie sich selbst vorstellen. Und dass Technik nicht etwas Gegebenes ist oder ein Programm etwas Gegebenes ist, das nur uns programmiert, sondern vor allem, dass eben Kinder und wir Menschen die Programme schreiben und dafür verantwortlich sind, wie sich Technologie weiterentwickelt. Dankeschön. Darf ich nur spontan eine Frage stellen? Ich habe Lehrkräfte gehört. Haben wir im österreichischen Lehrplan den Umgang mit diesen Technologien schon verankert und wenn ja, ab wann und wo? Also wir haben in Österreich die verpflichtende digitale Grundbildung ab der 5. Schulstufe. Die digitale Grundbildung orientiert sich am DigiComp-Kompetenzrahmen, der sehr allgemein gehalten ist. Also es geht jetzt natürlich sehr ins Detail, aber Programmieren, Roboter verstehen, Daten verstehen, ist natürlich doch noch mal was anderes, als zu verstehen, wie man ein Dokument in einem Windows-Programm abspeichert oder eine Excel-Liste erstellt. Und digitale Grundbildung ist ein Riesenbegriff und wird oft als so ein eigenes Fach betrachtet. Aber in Wirklichkeit findet ja das Digitale und die Daten in unserer ständigen Kommunikation statt. Und davon, denke ich, ist das Schulsystem noch weit entfernt. Aber es gibt eine Bewegung, es wird lange dauern. Bitte? Ja, wir arbeiten auch im Kindergarten damit. Wir sind, ja, wir geben unser Bestes. Der Lehrplan verändert sich, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass es wirklich stark oder richtig verankert ist. Ich bin aber sehr optimistisch, was das betrifft, muss ich sagen.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, also mein Eindruck ist ja, dass in unseren Schulen, zumindest weiter oben, die Kinder ja nach wie vor programmiert werden, die Kinder nämlich. Und eigentlich, und das finde ich eben einen wichtigen Punkt, ist es ja so, dass das, was wir unseren Kindern mitgeben, ist der Boden der Gesellschaft, die in Zukunft sein wird. Und was wir ihnen nicht mitgeben, auch. Ja, das ist eine Überleitung. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob ich richtig bin, weil ich würde gerne diese zweite Präsentation über geteilte Inkompetenz auch gerne noch jetzt machen, bevor Bubusse kommt. Wenn Niki da ist, ist er verschwunden. Geteilte Inkompetenz ist jedenfalls ein schönes Thema, weil die ältere Generation oft, was das Digitale betrifft, und die jüngste gleichermaßen im Dunkeln tappen, wobei die einen schneller lernen als die anderen. Ganz genau. Okay. Naja, wenn die geteilte Inkompetenz jetzt nicht da ist, dann springen wir hinein in den für heute geplanten Keynote über Familienentwerfen, und die Beziehung Kinder und Familie wird eine Rolle spielen. Bubusse Berber ist die Autorin unseres Textes auch in der Ausstellung. Wir suchen hier noch ein bisschen, oder wir? Unruhe? Geht's weiter? Okay, ich glaube, es geht einfach weiter. Bubusse, bist du da? Schön, dass ich bei euch sein kann, auch wenn ich euch nicht hören kann. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja. Gut, toll. Ich starte jetzt mit meinem Vortrag. Vortrag über den Versuch einer Utopie der Familie. Soweit okay? Ja? Gut, ich mache jetzt weiter. Wenn nicht, dann schreibt mir bitte einfach in diesem Chat, weil ich nichts höre. So, also ich möchte hier einen Versuch wagen, eine Utopie der harmonischen, sich glücklich fühlenden Familie zeichnen. Glücklich alleine deswegen, weil sie sich einander als Familie haben und lieben. Das müsste eigentlich genügen. Um das ganze Thema so ein bisschen zusammenzuhalten und so nicht ausfransen oder ausreißen zu lassen, habe ich den ganzen Vortrag in drei Fragen gebündelt. Die drei Fragen sind: Was ist eine Familie? Wie entsteht eine Familie? Und wozu ist sie gut? Wir fangen direkt mit der Frage an: Was ist eine Familie? Ja, das habe ich mich auch gefragt, auch wenn das Wort Familie so ganz gängig ist. Wollte ich dann doch wissen, wo kann ich anfangen, wo kann ich was finden und wie wir das alle heutzutage machen. Was habe ich gemacht? Ich habe es gegoogelt, ja. Ja, bei Google kommt ganz viel, wenn man Familie einfach so reinhackt. Unter anderem auch Wikipedia, weil auch unser Wissen holen wir jetzt inzwischen meistens aus Wikipedia. Zumindest ich mache das sehr häufig. Familie kommt vom lateinischen familia, Gesinde, also Gesamtheit der Dienerschaft. Eine Kollektivbildung von famulus, also dem Diener. Und sie leben alle unter einem Dach. Es bezeichnet sich heutzutage soziologisch eine durch Partnerschaft, Heirat, Lebenspartnerschaft, Adoption oder Abstammung begründete Lebensgemeinschaft, meist aus Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie Kindern. So, ja, Kinder. Heute ist zumindest in unseren Städten von der ganzen Dienerschaft nichts geblieben. Eine Familie, wie oben beschrieben, im alten Rom besteht, wenn überhaupt, nur noch aus Vater, Mutter, Kind oder Kindern, wenn sie mehr haben. Ohne Kinder gibt es eben auch keinen Vater oder keine Mütter. Wenn Erwachsene zusammenleben, bilden sie eine Wahlverwandtschaft und sind eher Paare, denn verheiratet, auch genannt Ehepaare oder Eheleute. Kinder spielen also bei der Familienbildung eine Definition. Sie spielen die Hauptrolle. Und auch zwischen den Erwachsenen, wenn sie eine Familie sind, besteht dann immer eine Beziehung Kind, Vater oder Mutter. So, also ohne Kinder keine Familie. Und Kinder gibt es inzwischen immer weniger, also auch weniger Familien. Hingegen gibt es sehr viele Menschen, die alleine leben. In Österreich, habe ich mal recherchiert, sind es nahezu 36,5% der Haushalte,
die alleine sind, alleine leben. Ob sie alleine sind, weiß ich nicht, aber die zumindest alleine leben. In Wien sind es sogar 46%. Das ist laut Statistik Austria. Die Zahlen sind von 2012, aber inzwischen, denke ich, sind sie entweder gleich geblieben oder haben sich noch verschlechtert. In Deutschland sind es aktuell 17 Millionen, das sind 41% der Haushalte und das ist auch die häufigste Haushaltsform in Deutschland. Ja, dass eben zur Familie Kinder gehören, bestätigen auch die Bilder, die Google auch von der Familiensuche zeigt. Also wenn man bei Google Familie reintippt, kommen auch Bilder und diese Bilder sind auch als erstes da. Ne? Also bevor noch irgendwie eine Wikipedia-Erklärung kommt, kommen die Bilder. Und die Bilder, ich habe sie jetzt, euch kann ich sie nicht zeigen, aber das könnt ihr auch selbst dann googeln, ist jetzt nicht schwierig. Die zeigen alle Menschen, die wir als Mutter, Vater und Kind oder Kinder erkennen können. Was die Bilder sonst noch erzählen, ist kurz gesagt, ist es das allgemeine Bild der Familie, das von der westlichen Kultur geprägte Ikone der Familie, das uns auch häufig in der Werbung zu sehen kommt. Also sie sind alle weiß, blond, die Erwachsenen zumindest jung und schlank. Wir können aber annehmen, also von diesen Bildern der Familie, die umarmen sich und sie lächeln alle, das kann also angenommen werden, dass sie glücklich sind, einander zu haben, einander als Familie. Ja, Familie ist also im Allgemeinen ein positiv aufgeladenes Wort und wie jedes positiv aufgeladene Wort erzeugt Familie eine positiv aufgeladene Emotion. Wie auch zum Beispiel Freunde oder hier bei mir Urlaub und ja, bei mir auch Kaiserschmarrn. Ja, soweit das Allgemeinbild. Familie kann allerdings auch auf einer persönlichen Ebene ganz anders aufgeladen sein. Zum Beispiel, wenn der Vater oder die Mutter die Familie verlässt, der Klassiker. Wenn Eltern ihre Kinder ungleich behandeln. Und auch wenn wir erwachsen sind, kann uns die Familie Sorgen bereiten. Wenn Geschwister sich um das Erbe streiten. Das sind nur ein paar Beispiele, wie Familie auf einer persönlichen Ebene ganz anders als glücklich aussehen kann. Ich behaupte, dass jede eigene Familiengeschichten hat, die nicht immer vom Glück sprechen. Es gibt auch ganz schlimme, die habe ich jetzt ausgelassen, die zu persönlichem Trauma führen. Familie kann für manche Menschen eben auch die Hölle bedeuten. Und diese eigene Familie erzeugt zumindest nicht immer dieses Lächeln, wie ich eben auf den Fotos von Google gesehen habe, also von den Familien. Das ist allerdings nichts Neues, denn Tolstoi hat es vor 150 Jahren in Anna Karenina vortrefflich ausgedrückt. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Das Glück ist also gleich, während Unglück unendlich viele Facetten hat. Nicht mal in der wildesten Utopie kann all dieses unterschiedliche Unglück weggedacht werden. Um sie wegzudenken, müsste ich sie ja zuvor alle bedenken. Aber was rede ich denn da? Dafür gibt es die Literatur, das Theater, die Oper etc. Das machen die schon. Ich werde mich in meiner Utopie an das Glück halten. Ja, das ikonografische Bild der Familie, also dieses Bild Vater, Mutter, Kind, ist meiner Meinung nach zu eng gefasst. Alles, was diesem Bild nicht entspricht, erzeugt automatisch die Sorge, nicht dazuzugehören. Es sollte hier diese einfache Vater-Mutter-Kind-Schablone aufgelöst bzw. um viele andere erweitert werden. Wenn es viele unterschiedliche Familienbilder im Allgemeinen gibt, sodass sich das Persönliche sich im Allgemeinen finden kann bzw. sich darin spiegelt, wird es automatisch mehr glückliche Familien geben, die eben aneinander ähnlich sein können, aber nicht gleich sein müssen, wie das Vater-Mutter-Kind-Bild.
Dabei sollte das Bestreben nach den Familienbildern oder Definitionen im Allgemeinen nicht als eine endgültige Lösung betrachtet werden, noch die Effizienz bei der Findung der allgemeinen Familienschablonen eine Rolle spielen. Die Schablonen der Familien sollten immer im Wandel bleiben und variabel sein. Das einzig Wahre darin sollte sein, dass sie einander haben. Die Familie soll zwar ein Fixum sein, aber nicht zwangsläufig einen Blutstammbaum haben. Sie hat eher einen Stammtisch. Die Personen darin sind weder in ihren Rollen noch in Reihenfolgen im Vorfeld fix definiert. Sie bilden sich in Relationen und Verhältnissen zueinander und lösen sich, wenn es sein muss. Das Gefühl, dazuzugehören und angenommen zu sein, ist für jeden Menschen überlebenswichtig, ob klein oder groß. Und wird auch in meiner Utopie der Familie wichtig sein. Ja, soweit, was eine Familie ist. Und jetzt die Frage, die zweite Frage. Wie entsteht eine Familie? Auch dem bin ich nachgegangen. Zwei Wahlverwandte beschließen eine Zusammenkunft. Die aus dieser Zusammenkunft entstandenen Menschen sind Kinder dieser beiden. Und gemeinsam mit ihren Kindern bilden sie eine Familie, auch Kernfamilie genannt. Diese Kernfamilie bildet eine Lebensgemeinschaft und lebt in der Regel zusammen. Bis die Kinder groß werden und ausziehen und selbst Familien gründen oder auch nicht. Zur Familie gehören auch nach wie vor ein paar andere Menschen, wenn sie auch nicht alle zusammenwohnen, wie im alten Rom oder in einigen Dörfern vielleicht noch. Die Mitglieder der Familie sind in der Regel blutsverwandt, außer den angeheirateten Personen. Während die ersten beiden die Wahl zueinander hatten, haben die Kinder diese beiden das nicht gehabt. Sie wurden nicht gefragt. Das ist ein Unding, dass wir als Kinder unseren Eltern geliefert sind. Wir tragen und identifizieren uns ein Leben lang mit dem Namen, den sie uns gegeben haben. Bei mir ist es ein ganz unmöglicher Name, Pupusee. Das gibt es nicht auf der Welt. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Wir sind nicht der reine Geist, der sich entfalten kann, wie er will. Wir bestimmen nicht, wie wir werden und wie wir leben wollen. Wir wachsen auf in einer warmen Brühe von Launen, Sorgen, Zänkereien, Ängsten, Anweisungen, Unterweisungen, Verweisungen, Verzweiflung und so weiter. Ja, Liebe ist gelegentlich auch dabei. Wenn wir Glück haben, erben wir nur die große Nase der Oma. Wenn Pech, auch den Alzheimer, Gicht und oder Rheuma von ihr. Nicht zu schweigen von der Schizophrenie, Größenwahn und den Geiz all der Verwandten, mit denen wir ungefragt blutsverwandt sind. Schlimm ist, dass wir all das Vererbte aus der Familie an unsere eigenen Kinder weitergeben, mit einem persönlichen Verhalten und Marotten von uns dazu. Heimito von Dodera hat das wie folgt beschrieben. Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt, wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter. Da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will. Und was in diesem Eimer drin ist, ist sehr individuell. Dem sollte in meiner Utopie schon mal Einhalt gewährt werden. Zumindest in den Bereichen, in denen es möglich ist. Gegen die Erbkrankheiten arbeitet die Medizin schon seit Jahren und sie ist auf dem besten Wege, entweder Mittel dagegen oder für die Linderung der Beschwerden zu erforschen. Von Genmanipulationen sollte Abstand genommen werden, denn wer soll entscheiden, was vererbenswert ist und was nicht? Vermutlich auch wieder die Eltern. Vielleicht auch nur der Teil von denen, der sich besser durchsetzen kann. Oder gar der Staat, die Krankenkassen oder das mächtigste Institut im Land, das Finanzamt. Möglicherweise die Algorithmen nach dem Surf-, Online- und Konsumverhalten der zukünftigen Eltern. Egal, wer das entscheidet. Wird es Moden oder die aberwitzigsten Interessen geben, denen sie nachjagen, nachgehen werden?
So könnte es sein, dass erwachsenen Menschen allein vom Aussehen her nachgesagt werden kann, welches Jahrgang sie sind, welches Interesse oder Mode bei ihrer Erzeugung eine Rolle gespielt hat. Ähnlich wie bei den Namen, die Kindern heute gegeben werden. Ich denke da an Kevin. Aber fassen wir uns mal an der eigenen Nase und schauen uns die alten Fotos von uns an, zumindest die so in meinem Jahrgang, die so ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Was hatten wir da alles? Frische Dauerwelle, Fukuhila, Schnauzbart, die Karotte als Hosenform und so weiter und so fort. Niemand möchte solche Modeerscheinungen in Form von Menschen haben. Weder sichtbar im Äußeren noch versteckt in seinem Verhalten. Wenn wir Aussehen und alles Vererbbare dem Zufall überlassen, könnten wir beim Verhalten etwas ändern. Denn, wie heißt es in einem tollen österreichischen Sprichwort, was nutzt uns die beste Erziehung? Die Kinder machen uns eh alles nach. Und hier sollte in der Utopie der Familie ein paar Menschen mehr zum Nachahmen geben als Vater und Mutter alleine. Dabei reichen die Erzieher im Kindergarten nicht aus. Es sollten Menschen sein, Bezugspersonen, die mit den Kindern zusammen leben. Eine Familie lebt laut Definition unter einem Dach und so sollte es auch sein. So haben Kinder, wenn deren Elternteile im Verhalten nicht sehr tauglich sind, noch andere Möglichkeiten, sich zu orientieren, beziehungsweise nehmen das Verhalten der Eltern nicht als das einzig Wahre an und ahmen es auch noch nach. So, und jetzt die letzte Frage. Wozu ist die Familie dann gut? Könnten wir darauf ganz verzichten? Ich sage eindeutig nein. Die Familie ist nach wie vor die Keimzelle der Gesellschaft. Und es gibt keine bessere Alternative, um Kinder aufzuziehen. Denn während Erwachsene sich aussuchen können, mit wem sie, wann, für wie lange zusammenleben wollen, sind Kinder den Erwachsenen ausgeliefert. Familie sollte Kindern ein Lebensumfeld geben, damit sie Geborgenheit, Beständigkeit und emotionale Sicherheit aufwachsen können. Und beim Zusammenleben mit Kindern ist Familie immer noch die beste Form. Die Familie sollte, wie oben beschrieben, ausgeweitet werden. Weg von der eine Schablone Vater, Mutter, Kind hin zu verschiedenen Variationen. Und vor allem mit mehr Personen, mehr unterschiedlichen am besten. Denn wie ein afrikanisches Sprichwort es besagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Diese Art der Familie, wie oben beschrieben, gab es und gibt es noch in den ländlichen Gegenden. Wir könnten also auch sagen, zurück zum Dorf. Die Dörfer würden sich freuen auf so viel Neues. Und viele von ihnen würden regelrecht aufblühen, davon bin ich überzeugt. Das kann natürlich immer eine Alternative bleiben und mit dem Homeoffice etc., wie auch heute, ne, so mit der Technik ist es auch durchaus machbar. Es sollte jedoch auch städtische Alternativen dazu geben. Es sollte möglich sein, sich in der Stadt auch eine Großfamilie anlegen oder zu einer dazugehören zu wollen. Dazu sollten Wohnverhältnisse entsprechend angepasst werden. Also, weg von den Einzellerwohnungen hin zu mehr offenen Formen der Lebensgemeinschaften. Auch wenn hier in dieser Familienutopie die Kinder im Mittelpunkt stehen. Die Erwachsenen werden ebenfalls Vorteile einer solchen Lebensgemeinschaft haben. Weniger Alleinlebende, mehr Einbindung von älteren Menschen, die Verantwortung der Kinder auf mehreren Schultern entlastet auch die biologischen Eltern. Die Form der Familie ist also nichts Neues, nur dass in der neuen Familie eben nicht nur nach Blutzugehörigkeit zusammengelebt wird, sondern auch auf Wahlzugehörigkeit. Die Kinder können Eltern haben als Erzeuger. Sie können allerdings auch Personen haben, zu denen sie eine engere Beziehung pflegen. Diese könnte eine Tante aus der Wahlverwandtschaft sein oder auch ein Opa. Das Kind wird hier entscheiden, welche Erwachsene es wann und wofür braucht. Welche Verhaltensmuster es von wem übernimmt. Ja, das war's schon auch. Danke fürs Zuhören.
du uns hören? Ich kann leider nichts hören, ihr müsst mir vielleicht reinschreiben. Aber das wird eine lustige Konversation. Okay, dann gehe ich da so rüber. Ja. Meine Frage ist, bist du in einer glücklichen Familie aufgewachsen? Könnt ihr mich hören? Ja. Ja? Ja? Okay, super. Das ist eine ganz komische Frage. Ich weiß es nicht, ich hatte ja keine Alternativen. Also ich habe das genommen, was es da war. Und manchmal, wenn ich das vergleiche mit anderen, da denke ich mir, bin ich nicht, nein. Ich hatte auch eine komische Beziehung zu meinen Eltern. Also ich bin... vielleicht krankhaft Vaterliebe und krankhaft Mutterhass, so ungefähr. Wenn man das eben nicht anders kennt, dann denkt man, das ist völlig normal, aber vielleicht ist es auch nicht normal. Also die früheste Kindheit, ja, das war glücklich, das war schon schön. Das hat mich auch geprägt und davon zehre ich vielleicht noch heute noch. Deswegen ist es auch, ich kann jetzt nichts, vielleicht bin ich auch deswegen Optimist geworden. Ich finde, es ist schwierig, ein Optimist zu sein. Ein Pessimist kann jeder. Aber ein Optimist muss es immer sich wieder und immer sich wieder die Welt neu erfinden. Und deswegen. Also letztendlich hatte ich vielleicht doch eine gute Familie oder glückliche Familie. An dieser Stelle möchte ich gleich in die Runde fragen. Hier alle glückliche Familien? Das entspricht unser Aufwachsen mehrheitlich hier so dem Google-Bild, irgendwie Papa, Mama, Kind, alle happy, Hand heben, die Glücklichen bitte, aus den glücklichen Familien. Okay, da bitte sehr, das sind doch, ich weiß nicht, 70% irgendwie. Sollen wir eine Gegenprobe machen, die nicht so happy? Ich zeig auf. Das ist jetzt, genau. Ah, Telefon. Haha, genau. Ja, hi Peter. Das ist der Versuch einer Audio-Rückspur irgendwie zu dir, weil der ein Dialog mit diesem Chat, das ist eher von der absurden Seite. Wobei auch diese Mehrkanaligkeit ein bisschen lustig ist. Ja, danke für deine Antwort. Wir haben hier in der Zwischenzeit eine Umfrage gemacht. 70-30 pro für die aus glücklichen Familien stammenden Anwesenden hier, was ich einen tollen Schnitt finde. Ich gehöre zu den 30 nicht so Begeisterten. Für die Zukunft gesprochen irgendwie, diese Sache mit Wahl und Blut, das ist doch interessant eigentlich. Ja? Ich möchte einen Punkt einer alten technologischen Revolution erwähnen, der, sagen wir mal, vor 15.000 Jahren stattgefunden hat, im Wesentlichen von Frauen getrieben. Wir nennen das die Neolithische Revolution. Das war dieser Moment, wo unsere Vorfahren aus dem Jäger- und Sammler-nomadischen Dasein in Sesshafte gegangen sind. Und einige feministische Theoretikerinnen meinen, das war auch die Geburt des Vaters. Denn zuvor wusste man ja nicht, wer der Vater ist, so unbedingt. Ja? Wie soll ich denn sagen? Also, solange man keine Gentests hat, gibt es hier oft verschiedene Vermutungen. Und erst als quasi die Sesshaftigkeit stattgefunden hat, kam diese patriarchalische Figur des Vaters, beginnt eine Rolle zu spielen, so in dieser Ableitung. Warum? Weil es natürlich Besitztümer zu verteidigen gilt, plötzlich und zu vergeben gilt, Vererbungen und ähnliche Dinge eine Rolle spielen. Eine hochfaszinierende Geschichte. Meine Frage an dich, Bubusse, ist eigentlich, du hast von einer Vielfalt von Formen gesprochen. Ich weiß, dass wenn ich heute ein Formular ausfülle, wird immer noch aus Gründen, die ich nicht weiß, nach einer geschlechtlichen Zuordnung gefragt. In der Zwischenzeit sind die Listen aber manchmal 7, 8 Punkte lang. Jedenfalls Vater, Mutter, Kind ist da nicht unbedingt abbildbar. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist, wie soll denn das dann so weitergehen mit dieser Kerngeschichte für die Gesellschaft? Ich lege das Handy mal ein bisschen zur Seite, jetzt kann ich ja so sprechen. Das ist schon schwierig, also diese Mehrgeschlechtlichkeit oder dieses, was du sagst, das entscheidet ja jeder selbst. Und zwar
erst in einem Alter, in dem man sich so entscheiden kann. Also als Kind ist man ja immer ein Kind. Kinder haben ja auch so quasi kein Geschlecht. Für ein ich sehe das jetzt mal von der Seite von den Eltern. Für einen Eltern ist es erstmal ein Kind. Da kommt ein Kind auf die Welt und hat dann für das sichtbar männlich oder sichtbar weiblich, oder es gibt auch beide geschlechtliche Kinder, gibt es auch, also das habe ich auch schon gesehen. Aber das Kind bleibt einfach ein Kind, und ich glaube, Eltern lieben ihre, zumindest sollten sie es nicht, ihre Kinder nicht deswegen weniger oder mehr. Diese Unterscheidung wird ja meiner Meinung nach erst später, dieses Individuum, was als Kind dann erwachsen wird oder in diesem pubertierenden Alter sich vielleicht entscheidet, anders sein zu wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet, ob das jetzt eine... Ich frage auch deshalb, weil es ist ja mal schon so lange her, da waren die Rollen klar fixiert. Die Männer sind die Broterwerber, die Frauen stehen daheim und Herd. Die Frauen stehen daheim und Herd, also ich komme jetzt echt durcheinander mit der Technologie. So irgendwie. Und irgendwie ist das ja sozusagen jetzt gerade nicht mal so der letzte Schrei schon heute, nicht? Und das waren auch die Kämpfe der letzten Jahrzehnte, dass wir diese Modelle eigentlich schon wirklich nicht mehr haben wollten. Und man muss auch sagen, Technologie hat ja eine große Rolle gespielt. Flusser vor 30 Jahren schreibt noch sehr viel mehr über die Geburtenplanung und meint eben, das Kinderentwerfen ist nicht das Kinderplanen. Ja, nicht sozusagen, jetzt passt es mit meinem Kredit, das Haus ist abgezahlt, das Auto da, jetzt kann das zweite Kind kommen, so wie wir es eigentlich irgendwie in den Familien heute häufig noch haben, und wehe, das klappt nicht, weil dann kommt das dritte Kind, das keiner haben wollte, und schon ist der Spaß wieder vorbei. Irgendwie, ja. Worauf ich hinaus will in dieser Geschichte ist, wie sehr eigentlich diese Formationen von den materiellen Umgebungen, in denen wir uns bewegen, abhängig sind. Eine Familie ist ja sowas wie ein Innen, ja, und ein Innenraum irgendwie, und da wird irgendwie eine gemeinsame Ökonomie gepflegt. Im österreichischen Scheidungsrecht übrigens kann man sich nicht scheiden lassen, da bleibt man wirtschaftlich verantwortlich, ganz egal, wie das sozusagen sich weiterentwickelt als Beziehungsgeschichte. Und jeder Rechtsanwalt wird einem sagen, die Familie vor dem Staat, das Keimzell, ist eine Wirtschaftsgemeinschaft, hat mit Liebe nichts zu tun. Ja, und ja. Auch da noch einmal zurückgefragt, du hast so schön gezeichnet, sozusagen verschiedene Bezugspersonen und so weiter, aber wir organisieren ja unsere Gesellschaft auf ganz anderen sozusagen Informationen basierend. Also auf anderen Datenflüssen, ebenso wie Geldern, ökonomischem Austausch und so weiter. Und wie könnten wir uns hier einen Übergang vorstellen in eine bessere Welt? Ja, also ich lege das jetzt mal wieder zur Seite. Schrittweise vielleicht. Also ich habe dann versucht, so bei mir anzufangen. Ich habe ja Geschwister, wir sind ganz viele, wir sind zu sechs zu Hause, und man sagt immer, dieses Blut ist dicker als Wasser und bla bla bla, das ganze Gesülze, mit dem man groß geworden ist. Aber letztendlich stimmt das ja gar nicht. Ich habe wirklich ganz zauberhafte Freundinnen, die sind mir viel näher emotional, viel näher, und auch meine Tochter. Ich habe nur eine Tochter leider. Und die wächst mit meiner Freundin auf und nicht mit meinen Schwestern, die sehr weit entfernt sind. Man sieht sie vielleicht mindestens, wenn überhaupt, dann einmal im Jahr oder so. Das will ich damit meinen, dass man durchaus zulässt, dass nur eine Freundin einfach nur eine Schwester ist jetzt für mich. Und dass man es auch durchaus zulässt, dass das in die Familie aufgenommen wird. Also für mich ist meine Freundin meine Familie. Und ich habe auch eine ganz andere Freundin, die war mal meine Chefin, und wir haben uns dann über 20, 25 Jahre so eine enge Beziehung hineingearbeitet. Und das ist jetzt für mich, ich habe zu dieser Freundin, die ist so alt wie meine Mutter, aber ich habe zu ihr immer ein besseres Verhältnis gehabt, und sie hat mich besser verstanden als meine eigene Mutter. Und dann denke ich mir, für mich ist es eine Mutter, also vielleicht eine Mutterersatz, weil sie mich nicht auf die Welt gebracht hat, wenn man Mutter so definiert. Ja. Und das ist, und so könnte man eben anfangen. Wenn ich jetzt in meine Utopie, würde ich dann sagen, sie ist meine Mutter, und ich bin sie, jetzt kann sie ja noch sich selbst, sie möchte jetzt nicht zu mir gezogen, oder, aber wenn sie möchte, könnte sie zum Beispiel in meine Wohngemeinschaft oder in meine Lebensgemeinschaft mit aufgenommen werden. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, mit ihr ganz eng zu leben. Genauso wie eben mit dieser einer anderen Freundin. Und so meine ich das, dass man eben
Menschen, die zueinander sich so eng fühlen. Es ist jetzt nicht nur so eine Liebe, klar, Liebe gibt es in verschiedenen Facetten. Es ist jetzt nicht nur so zwischen einem Mann und einer Frau, die sich lieben und einfach gemeinsam leben wollen. Es kann aber auch sein, dass zwei Frauen, die aber jetzt, ich meine das jetzt nicht geschlechtlich, sondern freundschaftlich und auch in eine Familie mit aufgenommen werden können und einfach so dort leben könnten. Das meine ich einfach. Das ist da. Und das ist diese Wahlfamilie, Familie aus Wahlverwandtschaften. Und das dann, das könnte ein Anfang sein, möchte ich dazu sagen. In unserer Ausstellung thematisieren wir das mit der Wahl ja ein wenig durch die Partnerschaftsplattformen, die hier vermittelnd wirken. Und die Statistiken sagen uns, dass sich Paare, die sich über solche Matching-Plattforms finden, schneller tatsächlich in dauerhafte Beziehungen begeben und auch schneller Kinder bekommen. Ich glaube, es ist zu jung, das Phänomen, um zu sagen, ob da weniger traumatisierte Kinder rauskommen am Ende des Tages. Ja, so lange gibt es das noch nicht. Aber die ausgeklügelten psychologischen Tests jedenfalls, mit offenem Fenster schlafen, ja, nein, vielleicht, ja, oder solche Dinge, die da abgefragt werden, helfen vielleicht mehr als das etwas betrunkene Gerede an der Bar, das manchmal sonst irgendwie stattfindet in der Moment der Wahlverwandtschaftsbildung. Ich möchte in die Runde fragen, sozusagen, wie ihr und euer optimaler Entwurf ist. Ist Familie überhaupt ein Thema? Sind Kinder überhaupt ein Thema? Ich glaube, der größte Umweltschutzmoment ist einfach keine Kinder kriegen, sagen manche irgendwie, weil das ist der CO2-Footprint ganz besonders katastrophal. Irgendwie, also sowas hört man. Sind Kinder der Grund für die Familie oder ist das überhaupt was anderes? Ich schmeiße da einfach ein paar Runden, Fragen in die Runde, weil es mich einfach schon interessieren würde, wie hier und jetzt und heute das Familienentwerfen gelebt wird eigentlich. Wie leben Sie Ihre Familie und ist das Ihre Utopie eigentlich so, wie Sie es haben? So könnte ich vielleicht fragen. Und wenn ja, wie machen Sie es? Mag sich wer trauen oder ist das zu persönlich? Moment, wir müssen hier... Ich finde, wenn man allein ist, ist es ein bisschen schwierig mit Kindern. Allein ist schwierig mit Kindern, ja. Ja, das ist wahr. Zu zweit aber oft auch. Also ich finde den Gedanken irgendwie mit mehreren schon eine gute Sache. Ich bin selber noch ein bisschen weit entfernt davon, aber ich persönlich finde schon einfach dieser Gedanke, dass man irgendwie was weitergibt und dass wenn man selber nicht mehr ist, dass dann trotzdem so ein Teil von einem so weiter existiert. Das ist schon so, glaube ich, so ein Grundgedanke dahinter. Also ich glaube schon, dass Kinder irgendwie wichtiger Part sind, wenn es um Familie geht. Ja, das mit dem Weitergeben hat Pupuse sehr schön angesprochen. In meiner Welt war es übrigens auch so. Ich musste schon ziemlich alt werden, um drauf zu kommen, dass es anderswo anders ist als bei uns zu Hause, weil ich habe gedacht, die ganze Welt ist so wie bei uns zu Hause. Ja, also ich weiß nicht, Pupuse oder ob es bei Ihnen anders war irgendwie, aber diese Wahrnehmung, dass die Kultur, die zu Hause gelebt wird, eben nur die zu Hause ist, da muss man schon gewissen Reflexionsabstand gewinnen. Ja. Möchte noch jemand was sagen? Hallo, also ich komme aus einer Großfamilie, ich habe keinen Wunsch nach Familie, weil die ist so groß, braucht man nicht erweitern. Und ich lebe mit ständig wechselnden Wahlverwandtschaften zusammen in einer, also in keiner Kommune, aber in einer WG in der Stadt. Das geht. Also und für mich ist das die Utopie, also ich lebe das eigentlich. Ist genauso anstrengend wie Familie, aber ich habe es mir ausgesucht. Das mit der WG gibt noch ein Stichwort. Wir hatten das Architekturkapitel schon und ursprünglich sollte ja Familie und Häuser entwerfen ein bisschen zusammen sein, weil die Häuser ja tatsächlich die gebaute Umgebung stattfinden. Für so ein Modell von größeren Sozialzusammenhängen gab es immer wieder Entwürfe, muss man sagen, progressive Entwürfe, aber das sind nicht der Mainstream. Der Mainstream sind, weiß ich nicht, 80 Quadratmeter jetzt oder 70, weiß ich nicht, Kinderzimmer 9 Quadratmeter, Besenkammer irgendwie, 2 müssen es sein. So wird Architektur gemacht, irgendwie für Wohnbauten, glaube ich. Aber, oder lebt wer in was Progressiverem oder eben sozusagen offeneren für eine Vision wie Pupuse? Lebst du in sowas irgendwie für
größere ja, Sozialzusammenhänge geschaffenem. Daher. Ich höre dich jetzt nur am Telefon. Ich weiß auch nicht. Stummlauf. Ja, genau. Jetzt warst du kurz da, ja? Ich hör leider gar nichts. Okay. Ja, also du hast schon recht. Es gibt, man müsste so Wohnentwürfe haben, wo man ja, immer wieder so Räume hat, wo man sich eben trifft. Und es gibt dann auch Räume, wo man sich eben zurückziehen kann als Individuum, sage ich mal. Und das, so ein Konzept gibt es noch nicht. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Okay. Gibt es noch Kommentare? Möchte jemand sich noch für die Vision 2050, glaubst du, dass wir 2050, das frage ich jetzt noch, weil das unser Klimawandeljahr ist, irgendwie, wo ein Jahr vorher, glaube ich, China schon Taiwan übernommen haben wird und so weiter. Glaubst du, dass wir da noch in Familien im Sinne von Vater, Mutter, Kind, wie Google auswirft, leben werden oder doch schon ganz anders? Ich denke, wir werden schon ein bisschen mehr andere Variationen haben. Es wird wahrscheinlich Vater, Mutter, Kind wird noch immer noch geben, aber ich denke und hoffe, es wird dann noch andere Variationen und Möglichkeiten geben. Vielleicht auch noch mehr so Großfamilien mit Wahlverwandtschaften. Ich bin Optimist. Das klingt gut. Hast du noch ein Schlusswort für uns? Ob ich ein Schlusswort habe? Ja, sozusagen für diese Diskussion. Wir würden dann übergehen zur nächsten Präsentation, die geteilte Inkompetenz. Ein Künstlerprojekt, das sich mit Kindern auch beschäftigt. Ja, genau. Also mein Schlusswort soll auch dann Kinder betreffen, weil, wie gesagt, wir Erwachsene können uns immer schützen. Aber ich finde, Kinder sind immer schützenswert und wir sollten sie immer schützen, auch wenn wir nicht deren direkten Eltern sind. Man muss sich für Kinder immer verantwortlich fühlen, egal wessen Kinder sie sind, als Gesellschaft, sage ich mal. Und das ist, ja genau, mehr an Kinder denken und nicht an andere Sachen. Und ich finde jetzt noch ein Schlusswort. Zurzeit ist die Gesellschaft teilweise total pervers. Ich arbeite in einer Werbeagentur und plane Printmedien. Und es gibt tatsächlich in Deutschland, muss man sich mal vorstellen, einen Titel, das heißt Partnerhund. Und das ist ein Kindersatz für mich, ne? Wenn man da so Partnerhund, das ist schon für mich so, wo ich sage, nein, weiter sollte es in diese Richtung nicht mehr gehen, sondern niemand sollte einen Hund als Partner haben müssen und ja, und dafür dann eben Kinder vernachlässigen oder so. Mein Schlusswort. Gut. Ich habe meine Kinder natürlich gefragt, was ihre Utopie ist. Und meine Kinder haben gesagt, ja, also meine Utopie wäre, ehrlich gesagt, dass wir mehr dürfen. Also mehr Medienzeit wäre wichtig irgendwie. Also dass wir immer nur so mit dem Handy und so, also das geht gar nicht. Vielleicht, wenn ich weiß, was war die Intention, gepasst hat, einzuladen, was war das Wichtigste, ich könnte was erzählen vielleicht, weil ich arbeite mit ihm und ich habe dieses Kunstprojekt eigentlich kuratiert, ja, die geteilte Inkompetenzen. Insofern könnte ich vielleicht was sagen, aber ich weiß nicht, aus welchem Grund ist er eingeladen, dann könnte ich zu dem was sagen, eventuell, ja, weil der Künstler ist nicht da, ja. Ja. Wie wir in Zukunft leben wollen, ja, ja. Stellen wir uns eine Kindheit vor, ein Kinder entwerfen, sozusagen, ja. Aus dem Wort von der Ja, vielleicht. Ja, weil Idee war, die Kindern Möglichkeit zu geben, in dem Fall jetzt besonders Mädchen, ja, da zu experimentieren. Und jetzt die Kinder sich einfach befreien von diesen klassischen Rollen, die denen eben durch die klassische liebe Familie zugeschrieben werden, einfach die Buben tragen blau, die Mädchen tragen rosa und so weiter. Und diese Idee war hier, was der Niki Passert als Künstler auch unterstützt.
Und da ist wichtig, diese, wie wir mit Kindern leben oder wie Kinder leben und sie entwickeln sollen, war diese Idee einfach mehr spielerisch umzugehen und den Kindern, die Kinder Freiheit zu geben, sich eben da zu experimentieren, Fehler zu machen, etwas Neues zu lernen, einfach und in diesem Weg einfach nicht perfekt sein zu müssen oder diesen Leistungsdruck wegzunehmen. Und das gelingt jetzt in diesen Künstler oder in diesem Projekt durch die Kunst und diese künstlerischen Zugänge, die nicht so streng sind, die nicht so zielorientiert sind vielleicht, wie das man in Schule noch immer hat. So ungefähr ist jetzt meine Antwort oder mein Versuch jetzt, diese Niki Passat nicht da sein zu retten, oder? Ja. Das war die Idee einfach. Und zu diesem dieser ersten Frage oder Thema, dass Kinder sollen früher lernen, mit Technik umzugehen. Die Frage ist, wie viel unsere Lehrer und unsere Bildungssystem, pädagogische jetzt Schule bzw. Fakultäten wirklich auch das bieten. Weil wenn die Lehrer dann nichts können, was wir auch erlebt haben durch das Homeschooling und Online-Schüler-Schülerinnen oder Online-Schulplattformen, die sind noch nicht so weit. Ja. Und zuerst muss man, glaube ich, Lehrer und Lehrerinnen bilden, dass sie das können, damit sie das weitergeben können und noch dazu spielen mit dem Thema. Das heißt, man muss wirklich sehr gut drinnen sein, um spielen zu können. Ja. Da ist vielleicht etwas noch zu ergänzen, was Familie und Technologie bedeutet. Zwei Aspekte. Zum einen, viele Familien sind räumlich weit verteilt und durch die technischen Kommunikationsmöglichkeiten mehr verbunden, als sie es jemals waren. Also wenn Diasporas über ganze Kontinente sind, für die sind Zoom-Meetings eigentlich eine tolle Sache. Das muss man schon sagen und hält auch die Verbindung aufrecht. Es gibt aber einen anderen Aspekt, den ich höchst faszinierend finde und mit dem ich mich auch philosophisch beschäftige, und das sind so Dinge wie Alexa in einem Haushalt. Da stehen also Objekte, die anzusprechen sind, die zum Teil Aufgaben übernehmen, die sonst Erziehende oder Altvordere, wenn man so will, übernommen haben. Die können zum Beispiel Wörter buchstabieren, wenn man das bei der Aufgabe für die Schule braucht. Die kann man irgendwelche Sachen fragen, von denen kann man viel lernen. Und das ist so ein kleiner Social Robot, nur mit Stimme irgendwie durchgeführt. Der Baukasten sozusagen von Wunderkind ist tatsächlich eher noch nicht als Familienmitglied ausgeführt, sondern eben als interaktives. Aber wir sehen auch humanoid geformte Roboter, gab es schon auf dem Markt, die tatsächlich gedacht sind als Familienmitglieder. Auch Robohunde hatten wir schon vor Jahrzehnten eigentlich hergestellt. Und das, was Pupuse vorher gesagt hat, die Einzelhaushaltgeschichte ist nicht immer ein selbstgewähltes Schicksal. Einsamkeit und damit verbundene mentale Gesundheitsprobleme sind sozusagen auch im Vormarsch, und es gibt also eine Reihe von Forschungsprojekten, die also Technologien, Avatars, künstliche Intelligenzen und ähnliches dazu verwenden wollen, um einsamen Menschen Gesellschaft zu verschaffen. Vielleicht haben Sie diesen Film Her gesehen, wo so ein Bild einer Liebesbeziehung mit einer künstlichen Intelligenz vorgestellt wird. Diese Dinge sind nicht nur in den Erzählungen des kommerziellen Kinos zu sehen, sondern tatsächlich auf EU-geförderter Forschungsprojektebene. Und da geht es zum Teil um verletzliche Zielgruppen, irgendwie eben ältere Personen, Einsame und so weiter. Das heißt, dieser Familienentwurf verändert sich noch in ganz anderen Dimensionen, als wir das hier und jetzt heute gestreift haben. Wollte ich nur angemerkt haben und hat auch Rollenbilder etc. alles mit sich. Gut, aber jetzt haben wir genug Konversation, es gibt noch einen Film. Dankeschön. Hallo, ich bin Niki Passert, ich bin Künstler, derzeit in Graz tätig, und ich beschäftige mich sehr stark mit Maschinen, Robotik, dem Verhältnis zwischen Maschine und Mensch und Natur teilweise, und ja. Hier, was wir hier sehen, ist eine Installation, die im Rahmen einer Workshop-Reihe entstanden ist. Da gibt es die Zusammenarbeit mit dem Gieser Lab schon seit einigen Jahren.
GISALAB ist ein Verein von Mirjana Beitler, die auch das Ganze hier kuratiert hat und initiiert hat. Der heißt Girls in Science and Art Laboratory, wo mit über das Medium Kunst, sage ich, Technologie an junge Mädchen vermittelt werden soll. Also ein Interesse, sich mit Technologie und technischen Berufen auseinanderzusetzen. Hier haben wir mit Mädchen im Alter von, sage ich, 9 bis 14 Jahren gearbeitet. Und was hier versucht worden ist, ist, dass ein sensormotorisches System, welches die Luftverschmutzung analysiert, in ein Maschinenwesen zu transferieren, sodass in dem Sinn dieses vogelartige Flügelwesen im Falle von schlechter Luft eine fluchtartige Bewegung, also die Flügel schneller bewegt. Die Teile sind alle mit 3D-Druck extra für diesen Workshop erstellt worden von mir. Das elektrosensorische System ebenso. Und wir haben das in einem 3-Stunden-Workshop, der dreiteilig war, zusammengebaut. Zuerst die Elektronik, wo ein Mikrocontroller mit einem Motor und einem Luftgütesensor verbunden worden ist. Als zweiten Teil den Körper mit Zahnradsystem und Mechanismus zusammenzubauen, um in einem dritten Teil dann der freien, kreativen Kraft der Mädchen zuzulassen, und sie konnten dann die Wesen gestalten. Ich habe hier dann noch eine Nebelmaschine, mit der wir schlechte Luft simulieren können. Und jetzt werde ich die mal betätigen und auf die Wesen richten, sodass man erkennen kann, wie der Wunsch, aus der schlechten Luft herauszukommen, sichtbar wird. Und so eher auf einer emotionalen Ebene gezeigt wird, weil ja nicht immer Luftverschmutzung so klar sichtbar ist wie jetzt bei dieser Nebelmaschine. Wie die Qualität von Luft sein kann. Zu bemerken ist noch, dass die Mädchen wirklich erstaunlich aktiv waren. Jede einzelne Maschine konnte fertiggestellt werden innerhalb der Zeit, obwohl Abstandsregeln, Masken, alles da war, war ganz klar sichtlich, dass technologische Herausforderungen für Mädchen, auch wenn sie komplett unbewandert in irgendwelchen technischen Bereichen sind, überhaupt kein Thema, und es hat auch sehr viel Spaß gemacht.